Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und das wird die kürzeste Pokémon Go Folge ever, zumindest auf meinem Kanal, denn es ist soweit, das erste Gala Pokémon ist in Pokémon Go veröffentlicht worden. Es handelt sich hierbei um Smogmog, was ihr in einer Raid-Stunde heute erwerben könnt, zumindest wenn es so bleibt und das kein Bug war. Denn heute ist ja auch der Sea-Day von 11 bis 14 Uhr, das wissen wir ja mit Panflam. Und in den Gebieten der Erde, wo der Sea-Day schon im vollen Gange war und schon vorüber ist, wie immer natürlich Neuseeland, Auckland, Sydney, Australien, sonst wie, wurde direkt im Anschluss an den Sea-Day eine Raid-Stunde abgehalten. Keine legendäre Raid-Stunde, da Smogmog ja ein Vierer-Raid ist und kein legendäres Pokémon. Trotzdem gab es eine Stunde lang an jeder Arena ein Gala-Smogmog zu raiden. Wenn das so bleibt, wenn das kein Bug war, wenn das im Spiel bleibt, wenn das bei uns dann auch so ist, habt ihr also sicherlich heute die Möglichkeit im Anschluss an den Sea-Day von 14 bis 15 Uhr eine Raid-Stunde mit Gala Smogmog zu machen an jeder Arena Gala Smogmog. Damit also das erste Gala Pokémon in Pokémon Go. Wir sind gespannt, wann die anderen natürlich noch reinkommen. Geradax, Zickzax oder eben das Gala Vulpix, ne? Denn das ist nicht das erste Pokémon von der Gala-Region, nicht wie Bisa-Fan behauptet hat, das erste Gala-Pokémon in Pokémon Go, aber das wieder ein anderes Thema, Grüße gehen raus, guter Mann, das Video ist auch schon beendet, wir gucken mal, wir werden heute im Anschluss natürlich auch einen Raid machen, bevorzugt wieder an der X-Raid-Arena, ob ihr da 100 Raids macht, einen Raid für den Pokédex-Eintrag oder wie auch immer, das sehen wir dann. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, das kommt heute und das wird nicht wieder rausgenommen. Und ja, wir sehen uns dann heute Nachmittag. Bis dahin viel Spaß beim Sea-Day natürlich. Ich bin raus. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.